Oh, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter bei Tobi in Niederbachim. Und zwar geht es weiter mit unserem Rollerauspuff. Jetzt habt ihr eben gerade schon ein paar Minuten Zeitraffer gesehen. Tobi war leider ein Tucken zu schnell. Eigentlich sollte er den Auspuff mit Zeitraffer nur ein bisschen vorbereiten und wir hätten die letzten Schritte jetzt zusammen gemacht. Aber er war noch schneller und hat direkt 5 von den Dingern fertig gemacht. Und dementsprechend müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die einzelnen Schritte eingehen. Mhm. Aber im Zeitraffer seht ihr theoretisch alles. Genau. So, die Leute haben gerade gesehen, das, was wir eigentlich im letzten Video besprochen hatten. Erstmal, was sagst du dazu, wie die Leute das so feiern alle? Ja, ist schön, auf jeden Fall. Also ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass es wirklich so gut ankommt. Mhm. Also, aber da lag mein Bauchgefühl richtig. Das ist einfach krasse Handarbeit und das gibt es halt heute nicht mehr in jeder Ecke, ne? Weil die meisten Leute würden sich einfach einen Rohrbogen aus dem Internet bestellen, würden den vielleicht noch irgendwo ein bisschen ziehen lassen, drücken lassen, dass es ein bisschen größer wird, ne? Mhm. Und gib ihm halt, ne? Ja. Und nicht so wirklich Stück für Stück bei jedem Auspuff das alles einzeln braten. So, im letzten Teil hattet ihr gesehen, wie die einzelnen Stücke gemacht werden und wie du ein so ein Stück, ich sag jetzt mal, vorbereitest. Genau. So, jetzt hätte ich euch liebend gerne gezeigt, wie das Ganze wirklich, wie ihr im Zeitraffer gesehen habt, per Hand verschweißt wird. Mhm. Weil ich denke, es werden sich auch einige gedacht haben, das ist doch mit einem Schweißroboter und so weiter geschweißt. da gehst du mit einem Drehtisch vor. Genau, ja. Und das geht auch selbst bei den Stücken? Genau, ja. Auch wenn es dann irgendwann vom Winkel her schon so weit ist, dass sich das Ding dann da so weißt du, das, ich stelle mir das immer mit einem Drehtisch vor. Drehtisch, für alle, die es noch nie gesehen haben. Man spannt das Teil ein und lässt das automatisch drehen, wahrscheinlich einen Fußschalter. Genau. Ja. Und schweißt dann halt dementsprechend immer weiter und muss nicht mit der Hand weitergehen. Genau. So, das ist erstmal einfach, wenn man ein gerades Rohr hat. Nun ist das Ding natürlich alles anderes als ein gerades Rohr. Genau, ja. Deswegen stelle ich mir nach wie vor die Frage noch, wie man dann so eine Naht in dem Drehtisch so einigermaßen so zum Drehen hinkriegt. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Also dieser Bogen wird ja bis hierhin geheftet, vorbereitet. Und dann wird der Bogen einmal hier gespannt. Und ich kann so weit schweißen, wie ich halt komme, wo es noch angenehm ist zum Schweißen. Oder aber schon dann so ein bisschen eierig mit der Hand. Ja, dann muss man halt schon mitgehen. Und dann wird das Ganze natürlich umgedreht, von der anderen Seite gemacht und dann die restlichen Nähte geschweißt. Schwierigkeit ist natürlich, dass es permanent formiert geschweißt wird. Das heißt, ich habe auch noch meinen Schlauch und muss halt, das sind halt viele Sachen, die dann nicht so einfach sind, dass man es dann doch im Drehtisch machen kann. Wabbeln. Genau. Okay. Hier seht ihr jetzt nämlich auch nochmal, wie wirklich alle Sachen genau auf der Mitte sind, die Linie, ne? Ja, auch, wie wir besprochen hatten. Genau. Krass. Ja, und schon ist das Ding fertig. Das heißt, wie viele Stunden? Ja, schon so 7-8. Ich dachte, vielleicht mittlerweile sind es mehr geworden, aber es sind immer noch 7-8, wie beim letzten Mal. Ja, so, und jetzt kommt der letzte coolste Punkt. Da ist es ja auch so, der eine findet natürlich so einen kurzen Schalldämpfer cooler. Mhm. Ich persönlich finde das eigentlich auch ganz cool mit so einem langen Schalldämpfer, weil es dann einfach definitiv halt einfach mehr Schall dämpft, ja, ne? Und halt einfach ein bisschen leiser ist, ne? Genau. Weil diese Zweitakttüten, die neigen natürlich schon dazu, exorbitant laut zu sein. Und da finde ich das auch gar nicht so schlecht. Hat dieser Schalldämpfer, erste Frage, eine Auswirkung irgendwie auf den Auspuff oder ist das wirklich rein Schalldämpfer? Nein, es hat schon eine Auswirkung. Also man kann schon sagen, wenn er zu lang wird, wird er halt schön leise, aber das ist dann irgendwo, geht es dann auch wieder in den Leistungsverlust. Mhm. Ne? Der Durchmesser ist entscheidend, nicht zu dünn, nicht zu dick. Wenn irgendwo entsteht da schon ein gewisser Rückstau, und wenn dieser Rückstau nicht gegeben ist oder zu wenig gegeben ist, dann ist es auch direkt wieder ein Leistungsverlust. Man kennt das ja, wenn die Wolle anfängt hart zu werden, die ist verkohlt, dann ist das automatisch auch immer ein Leistungsverlust. Echt? Ja, ist wirklich tatsächlich so. Krass, also doch nicht den Schalldämpfer leer brennen hier, nee, sondern eher mitfahren. Okay, ja. Das heißt, man rechnet schon bei dem ganzen Auspuff mit einem gewissen Gegendruck auch noch aus dem Schalldämpfer. Ja, ja. Das ist jetzt ein Zentimeter minus oder plus, das macht den Braten jetzt nicht fett, aber... Also wenn ich einen gebrauchten Auspuff kaufe, dann einmal neu... Würde ich empfehlen. Ja, ne? Ja. Wie schnell ist... Wobei, das machen wir erst. Wir machen erstmal den Aufbau. Selbst diesen Schalldämpfer baust du aber komplett selber. Genau. Wie ich sehe. Ja, das sind auch wieder gelaserte Teile, Lochrohr. Richtig, ja. Kappe. Natürlich, Bogen ist ein Zukaufteil, das Siebrohr ist auch ein Zukaufteil, weil so ein Siebrohr selber herstellen, das ist einfach wahnsinnig. In den 7 Stunden ist das 2000 Löcher bohren nicht mehr drin. Genau. Ja. Aber der Durchmesser muss der gleiche sein wie Eingang? Also Eingang, Ausgang immer gleich? Ja.
Oder könnte man für die Optik hier auch so einen fetten Schnorchel hinten raus, dass wenn einer doch so ein fettes Endrohr dran haben will? Ja, also dieser Bogen, der könnte durchaus größer sein. Das wäre egal. Das wäre egal, ja. Aber Siebrohr sollte schon, sollte schon alles harmonieren, ja. So, und dann ist es einfach nur, hier komme ich nämlich wieder ins Spiel, aus Alu. Mhm. Meistens ja doch dann eher Edelstahl oder so? Nein, also in dem Bereich, wo ich mich aufhalte, ist eigentlich Aluminium. Immer Alu? Ja. Immer Alu, in unserem Fall so richtig schön orange eloxiert. Genau. Und dann kommt hier diese Wolle rein. Genau, dieses Dämmwollkissen, das lasse ich anfertigen. Das ist auf das Gewicht und auf das Volumen ausgerechnet, den der Schalldämpfer hat und somit halt auch beste Performance. Und das kommt dann also um? Genau, das wird drum gewickelt und dann wird das... Ich wette, 99% der Leute hätten jetzt gedacht, das machst du jetzt auf und... Nein, das ist ja gerade das Schöne. Das ist ja auch total einfach für den Kunden letztendlich, den neu zu dämmen halt. Ne? Ah, okay. Das heißt, die bietest du auch einzeln an? Ja. Was denkst du, wie lange hält so ein Auspuff? Bis man ihn wieder neu stopfen sollte? Das kommt ganz drauf an, wie viel man damit fährt. Mhm. Also ich meine jetzt so von... Kann man das so ungefähr in Stunden, Kilometern... Oder wahrscheinlich eher Motocross-Bereich? Ja, also Motocross-Bereich ist es wirklich so, dass man nach 30 Fahrstunden, man hat einen Stundenzähler und nach 30 Fahrstunden, dann sollte man schon neu dämmen, ja. 30 Fahrstunden heißt, das ist dann eine Saison oder so in dem Rennen? Nein, also man kann, an einem Rennwochenende geht man von 2 bis 3 Fahrstunden aus, dann hat man in der Woche noch ein bisschen Training von 1 bis 1,5 Stunden. Und dann ist das ungefähr. Okay, dann bist du aber wirklich schon im ganz professionellen Bereich, ne? Ja. So, wenn man 4 bis 5 Stunden die Woche Cross fährt, also ich denke mal, wenn man mit seinem Roller nur im Sommer fährt, dann hält sowas auf jeden Fall an, ja. Okay, cool. Was ist hier drin? Das sieht so wie Spaghetti aus. Das ist eigentlich dieses typische Dämmwollmaterial, was man kennt, was man halt auch lose reinstopfen würde in den Schalldämpfer. Und das ist halt hier einfach in einem Kissen vernäht und... Das ist einfach nur der Hintergrund, dass es einfacher ist für den Kunden. Ich wüsste noch einen Upgrade, der wahrscheinlich sogar fast gehen würde. Im Zweifelsfall könntest du das Teil so auch noch aus Alu bauen. Ja, könnte man. Weil so heiß wird das hier drin ja wahrscheinlich nicht mehr. Nein, es wird nicht mehr so heiß. Was fährt so ein Roller an Abgastemperatur? Die Jungs messen das meistens so mit 620, 630 Grad. Mhm, und ich rechne mit 650 Grad Ausgastemperatur. Mhm. Cool. Weil klar, das macht natürlich Alu schon deutlich leichter, als wenn es jetzt... Ne? Ja. Kappe drauf, fertig, ne? Genau, ja. Mit Vitonring-Abdichtung, dann zum Übergang am Flansch, dass es schön abgedichtet ist. Ich weiß noch, zu ganz früheren Zeiten, die Dichtung war eigentlich immer kaputt. Ja. Jedes Mal schaltet einfach Abdichtung kaputt, aber scheißegal, einfach drauf und weiter geht's. Ne? Ist immer mit Glück aus dem Baumarkt mit dieser Universellfolie nochmal schnell eine Dichtung geschnitzt. Oder halt, viele gehen halt auch hin und setzen sich zusätzlich noch eine Papierdichtung hin. Ne? Mhm. Ja, aber es ist immer Thermik, Dynamik, das arbeitet, das vibriert. Also das ist immer wieder ein Punkt, der immer wieder undicht wird. Das ist aber ganz normal. Jetzt sehe ich ja gerade auch, was natürlich auch ein interessantes System ist. Ich wollte gerade fragen, wie das Ganze überhaupt zusammenhält. Mhm. Aber das hält automatisch zusammen, wenn du es zusammenschraubst. Genau, ja. Keine Nieten, ne, letztendlich für denjenigen, der ihn neu dämmen muss. Ja, Viel einfacher, man muss keine Nieten aufbohren, dann rutscht man mal ab. Wenn man nicht so geübt ist im Umgang mit einem Akkuschrauber oder Bohrmaschine, dann rutscht man ab, dann ist das ganze Rohr versaut. Und so ist es wirklich nur 3 Unterlegscheiben, 3 Hutmuttern. Man zieht das Ganze wie eine Batterie zusammen und fertig. Cool. Einfach, aber funktioniert, ne? Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, was der Auspuff an den bringt. Ja, ich auch. Tobi hat theoretisch einen Prüfstand hier, ich zeige euch den mal. Schöner gedämmter Raum hier. Das ist auch jetzt extra mal ein spezieller, ich sag jetzt mal, Zweiradprüfstand. Genau, ja. Was könnte der theoretisch an Leistung, wie weit gehen? Der kann bis 100 PS messen. 100 PS? Ja. Okay. Da aber das Projekt bei uns Benny angefangen hat, stimmt Benny natürlich eine Rolle ab. Und weil wir natürlich auch einen Vergleichswert haben wollen zu vorher und wir vorher auf diesem Prüfstand nicht waren, muss unser Roller dann doch wieder auf den Dino-Jet, wo alleine die Rolle 500 Kilo wiegt. aber bietest du theoretisch, würdest du auch im Kundenauftrag hier eine Rolle abstimmen oder? Oder ist das rein nur für dich Entwicklung? Das ist eigentlich nur rein für mich, weil es wohnen ja auch Nachbarn in der Umgebung und wenn man dann anfängt mit Abstimmungsarbeiten und die Jungs sind ja dann immer sehr, ja,
Ja, nochmal testen, nochmal testen und nochmal testen und dann ist schnell ein ganzer Samstag und dann wird das halt irgendwann auch echt krass. Ja. Also. Und dann geht es hier wirklich, ich sag mal, ein PS plus minus ist ja schon fast zu ungenau. Mhm. Da geht es dann wahrscheinlich wirklich schon eher so 0,2, 0,3, 0,5 PS in dem Rechnung. Ja. Das sind für mich dann auch wirklich Erfolge, wenn ich einen Auspuff geändert habe, wenn er mir nicht zugesagt hat und ändere ein Teilstück und ich hole dann nochmal 0,4 raus. Das ist für mich, wir sind ja auch im PS-Bereich bis im Motocross bis 30, 35 PS. Das sind ja auch Werte, die sind auch gut. Ne? Wie reproduzierbar ist das Ganze? Also wenn du jetzt hier eine Crosser drauf spannst, deine eigene misst 30,4 PS, wartest 10 Minuten, machst noch eine Messung, dann kommt da tatsächlich wieder 30,4 raus? Nein, so ist es dann nicht. So genau also, nicht, okay. Nein, man muss dann schon, da müssen dann alle Werte stimmen. Ne? Die Raumtemperatur, der Luftdruck, Abweichungen von 0,1 und 0,2 PS sind eigentlich immer. Ich habe natürlich noch was vorbereitet, weil es geht natürlich noch eine Nummer krasser. Ja, krasser ist immer gut. Würde ich dir ja gerne mal zeigen wollen. Ich habe einfach mal bisschen Kontakt spielen lassen und ein bisschen Material besorgt und das Ding halt einfach nochmal aus Titan gebaut. Das ist natürlich mal genau meine Baustelle hier auch. Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es dann doch noch hinbekommen, das für heute fertig zu kriegen. Und ja. Genau. Du brauchst auch einmal hinten einfach so Dinge so leicht. Mhm. Ja, das ist knapp ein Kilo. Knappes Kilo, okay. Knappes und der hat? Über zwei. Über zwei, kommt ja auch genau hin. Titan ist ja ein bisschen mehr als die Hälfte leichter. Ja. Heftig. Okay, man sieht es natürlich direkt. Können wir das mal zeigen? Farbgebung der Nähte. Ein bisschen anders, ne? Ja. Wo sind die Unterschiede? Also ist es schwieriger, einen Titan zu bauen? Oder wie ist jetzt so deine... Ist das der erste Titanauspuff, den du gebaut hast? Also ich habe tatsächlich das erste Mal einen Titanauspuff gebaut. Titan geschweißt und Reparaturschweißungen an Auspuffanlagen habe ich schon vorher gemacht. Es ist wirklich so, dass es rein vom Schweißen, rein vom Schweißprozess ist es noch schöner zu schweißen als Edelstahl. Mhm. Aber das Umformen des Materials ist die Hölle. Mhm. Also es verhält sich wie Federstahl. Also das Walzen und Klopfen, das Walzen ist wirklich... Und das Verformen, das Klopfen, das ist wirklich heavy. Also das hätte ich selber auch nicht gedacht. Ja. Aber das Schweißen an sich ist noch schöner zu schweißen als Edelstahl. Und das heißt auch genauso auf dem Drehtisch formiert volles Programm. Genau, ja, richtig. Es ist nicht perfekt. Man ist ja im Titanbereich, sagt man. Ich hier so genau gucke. Ja, also das ist gut geworden, aber beim Titan ist es tatsächlich so, wenn die Nähte mehr verfärbt sind wie Gold, dann ist es eigentlich schon kaputt. Mhm. Jetzt habe ich das natürlich, ich habe ja jetzt kein extra Equipment für Titan. Mhm. Ich bin jetzt rangegangen wie an einen Edelstahlauspuff mit meinen Möglichkeiten. Das ist okay, aber. Es geht noch besser. Krass. Mit dem dementsprechenden Equipment würde ich das noch besser hinkriegen, ja, definitiv. Aber das ist natürlich mal ein Zweitaktauspuff aus Titan. Da sind wir dann ja schon wirklich so in der Oberliga angekommen, ne? Ja, also... Wie war das zu Zeiten, wo die in der MotoGP noch Zweitakter gefahren sind? Selbst die hatten das damals nicht, oder? Das bin ich mir jetzt gar nicht so genau sicher. Also ich weiß, dass es heute einen gibt, der einen neuen Zweitakter baut und der tatsächlich Titanauspuffanlagen drauf hat, ja. Das Ding hat einfach mal so gar nichts fliegt, ne? Heftig, echt. Ist das dann auch logischerweise auch 0,8er? Ein Millimeter. Ja. Und das war 0,8er? Das ist auch 1 Millimeter. 1 Millimeter, okay. Mhm. Brutal. Das heißt, das müsste ja theoretisch auch in Bezug auf Sturz und so weiter auch eigentlich recht stabil sein, ne? Es ist stabil, ja. Natürlich, aber wenn es dann eine kaputt Beule ist. Gibt, dann ist sie natürlich auch viel, viel schwieriger rauszumachen. Mhm. Mhm. Eine allerletzte Frage, hat jetzt nichts mit Titan zu tun. Angenommen, hier ist eine richtige Beule drin. Mhm. Wie stark wirkt sich das auf die Leistung aus? Immens. Echt immens, okay. Ja. Also ist dann doch so, wenn hier eine Beule drin ist, kann auf einmal sein, dass das 5 PS weg sind. In PS, glaube ich, kann man das schwer sagen, aber spürbar auf jeden Fall. Spürbar, okay. Ja. Also man ändert ja den kompletten Flow und die ganze Geometrie des Auspuffes ist nicht mehr gegeben. Mhm. Das hat auf jeden Fall immense Auswirkungen auf die Leistung. Ja, also ich würde sagen, da sind wir auf jeden Fall so ziemlich am Ende der Fahnenstange bald angekommen, sowohl was das Material als auch die Verarbeitung angeht, weil je länger ich drauf gucke, je schwieriger ist es mal irgendwas zu finden, was mal nicht so cool ist. Ich dachte, man sieht mal vielleicht irgendwo, wo du mal so leicht eingetaucht bist, irgendwas oder so, ne? Ja, das sollte ja eigentlich nicht passieren. Das ist schon wirklich rundum perfekt.
Hier sieht man auch schön wieder so, noch so ein ganz bisschen wieder immer so stückchenweise. Genau, ja. Ja, weil da liegt es dann am Equipment. Man müsste dann einen sogenannten Schleppschuh haben. Das heißt, an meiner Düse vom Schweißgerät wäre nochmal ein zusätzlicher Schuh dran, wo auch nochmal Argon strömt, weil das einfach sehr lange mit Argon geflutet werden muss beim Schweißen. Und dann reißt irgendwann dieser Argonfilm ab und dann hat man diese typische Verfärbung. Ah, das heißt, du würdest quasi schon, du wärst schon weiter am Schweißen und würdest dahinter noch weiter kühlen. Richtig, ja. Was man nicht alles beachten muss. Also sind, muss ich nochmal sagen, die schönsten Schweißnähte, die ich bis jetzt gesehen habe. Danke sehr. Also ich muss auch sagen, es ist schon... Ja. Also man würde auf jeden Fall wirklich nicht denken, dass du es einfach so geschweißt hast, sondern dass das schon, was weiß ich, der 30. Auspuff ist, der irgendwo in der Großserienfertigung gemacht wird. Ich habe genau einmal Material für diesen Auspuff gekauft. Ist ja auch nicht so leicht ranzukommen, auch teuer. Und habe dann wirklich genau das Material, was du in der Hand hast, habe ich da gehabt und habe gebaut. So, jetzt der letzte Punkt. Jetzt gibt es nochmal kurz ein bisschen Werbung, aber der hat es auf jeden Fall verdient. Du hast jetzt einen Online-Shop gebaut endlich? Genau, ja. So, das heißt, es gibt jetzt demnächst, hoffentlich, wenn das Video online ist, unter dieser Adresse einen Online-Shop zu finden. Richtig. Da sind alle Sachen drin. Da ist alles drin, was ich mache, ja. Auch direkt immer mit, es ist verfügbar oder nicht verfügbar? Oder kann man dort auf Bestellung etwas bestellen und du baust es dann? Grundsätzlich ist es so, dass ich dann wirklich tatsächlich auf Bestellung anfange zu bauen, ja. Okay. Genau. Aber alles querbeet, egal ob Edelstahl, Titan, es wird alles geben? Es wird alles geben. Wo liegt so ein Titanauspuff? Muss ich das jetzt wirklich sagen? Weil, also, was ja auch extrem cool ist, es waren ja wirklich alle Leute mehr oder weniger gemeinsam der Meinung, dass 450 Euro viel zu wenig ist für so einen Auspuff. Ja, aber da sind wir ja drauf eingegangen, das ist halt der Markt. So wie du selber gesagt hast, Angebot, Nachfrage und so weiter. Ne? Ja. Und das macht es jetzt natürlich mit dem Titanauspuff in dem Moment nicht besser, weil das ist natürlich dann nochmal spezieller. Genau, ja. Aber so vom was so Materialkosten und so weiter angeht, ist wahrscheinlich locker nochmal Faktor 2, 3 dazwischen. Ne? Ja, also das ist schon immens, was es kostet. Wie, ne? Ja. Wirklich, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass es wirklich so teuer ist, für so ein bisschen Blech. Ja, Titanplatten, also als... Ja. Ist schon nicht ohne. Ja. Okay. Ich würde sagen, danke, dass du uns das gezeigt hast, alles. Sehr gerne. Ich feiere das total. Mal gucken, wir können in Zukunft bestimmt irgendwann was anderes nochmal bauen. Haben mir schon viele gesagt, vielleicht mal eine Downpipe. Du hast ja selber auch gesagt, vielleicht mal eine Downpipe. Ja, hätte ich auf jeden Fall mal Bock zu, ja. Ist für dich wahrscheinlich dein komplettes Neuland, weil das wird leider dann nicht so schön vorbereitet, geordnet und so weiter abgehen. Aber ja, ich würde sagen, wir beamen uns jetzt zu Benny rüber und gucken mal, was der Auspuff gebracht hat. So, es geht weiter in Holtensen bei Benny, Firma BK Performance. Hi. Roller steht schon auf dem Prüfstand. Mhm. Ich vermute, du hast schon einiges abgestimmt. Habe ich gestern viel Zeit dran verbracht. Jetzt muss man beim Roller immer erstmal dazu sagen, das ist jetzt ja nicht so wie klappst Laptop auf und stimmst da irgendwas ab, sondern du musst ja mechanisch erstmal diese Drehzahl hinbekommen. Genau. Die hast du mir ja genannt, was das Ding für so circa für eine Leistungsdrehzahl hat. Genau, Tobi meinte irgendwie so 10,5, 10,8, so in dem Bereich errechnet soll der Auspuff. Das sind, glaube ich, fast 1000 Umdrehungen mehr, als wir letztes Mal hatten, ne? Ungefähr, genau. Und was muss man da machen? Also Hauptaugenmerk war, also ich habe das Ding erstmal auf den Prüfstand gestellt. Ich bin erstmal auf der Straße gefahren eine Runde und habe dann schon gemerkt so, das geht eigentlich schlechter wie vorher, das Teil. Und irgendwie fehlt da so halt der Schub. Und dann wusste ich schon eigentlich, okay, wahrscheinlich muss die Drehzahl wirklich hoch. Vario-Deckel erstmal ab, ein bisschen leichtere Rollen auf jeden Fall vorne rein. Und habe dann schon gemerkt, okay, wir gehen in die richtige Richtung. Die Drehzahl steigt und du merkst richtig, wie das Ding in Resonanz geht. Und dann kommt halt schon richtig Schub. Bloß das dann so richtig auf perfekte Leistungsdrehzahl zu kriegen, ist dann wirklich so, das Ding hier auf dem Prüfstand. Drehzahlaufnahme und Drehzahlabnahme machen und dann wirklich sich Stück für Stück vorarbeiten und schauen, dass die Leistung halt Stück für Stück steigt. Ja. In dem Fall habe ich es erzielt, von schwereren Gewichten immer Stück für Stück auf leichter immer leichter zu gehen. Okay. Aber in ganz, 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 ganz kleinen Steps. Das heißt, wenn man mit so einem Roller höher drehen will, ist das jetzt nicht wie ein Drehzahlbegrenzer, sondern muss dem wirklich mechanisch über die Variomatik die Drehzahl freigeben. Genau, richtig. Mhm. Und dann war das Problem, dass diese Variomatikgewichte, die gehen halt einfach durch die Fliehkraft nach außen. Mhm. Die gab es denn so leicht gar nicht? Also ich hatte sie zumindest nicht da. Ich habe es dann so gemacht, ich habe die Stück für Stück aufgebaut, kleine Waage hingestellt und dann in ganz kleinen Steps einfach, ich kann mal sowas zeigen. Zack, hier sieht man das wunderbar. Mhm. Also dieses Mittelloch, das habe ich dann einfach Stück für Stück halt aufgebaut. Und dann wirklich in ganz kleinen Steps, auch immer nur 3 Rollen. Es sind 6 Rollen quasi verbaut, die nebeneinander liegen. Und dann immer quasi eine leicht, eine
einen Ticken schwerer, also dass wir ganz, ganz kleine Abstufungen haben. Jetzt sind wieder alle gleichmäßig, aber um sich da langsam halt ranzutesten. Und das heißt wirklich, wenn du da ein paar Gramm nur rausbohrst, merkt man sofort, dass das Ding 100 oder 200 Umdrehungen mehr dreht. Sofort, also das waren jetzt so, ich glaube, wir haben mit 10 Gramm, glaube ich, angefangen mit dem anderen Auspuff und wir sind jetzt irgendwie so bei, ich glaube, 8,5 oder sowas. Woran liegt das, dass, wenn man die Variomatikgewichte es leichter macht, er höher dreht? Also ein schweres Gewicht ist quasi so, dass die Steigscheibe oder der Variator quasi schneller sich bewegt nach außen. Das heißt, du hast ein schnelleres Verschalten. Das heißt, dass die Übersetzung aber auch schnell länger wird. Ah, okay, verstehe. Und so halte ich ihn quasi mit einem leichten Gewicht. Ist es quasi so, dass du, dass die Steigscheibe langsamer ansteigt und er bleibt erstmal länger auf Drehzahl. Jetzt muss man bei der Steigscheibe dazu sagen, bei der Variomatik ist das so aufgebaut, der Riemen läuft erst ganz in der Mitte, in der kleinen Übersetzung, und wird dann durch die Scheibe quasi nach außen gedrückt. Genau. So, und je leichter diese Rollen sind, je länger dauert es einfach, um die Scheibe nach außen zu drücken und der Riemen außen läuft. Genau, dementsprechend hat er erstmal seine kürzere Übersetzung und der Motor... Ja, dreht einfach höher. Das heißt, eigentlich gibt es jetzt auch gar nicht einen mechanischen Anschlag oder einen Begrenzer oder so, sondern das ist wirklich so ein Zusammenspiel, dass es halt einfach genau funktionieren muss. Genau. Also zwischen Hahn aufreißen und langsam rausdrehen, dass das konstant so... Genau, da muss es halt noch mit einer passenden Einkuppeldrehzahl zusammenhängen, weil du hast ja hinten dann die Kupplung, die dann quasi den Kraftschluss schlussendlich realisiert. Das muss auch passen, weil wenn du losfährst, ja, am schönsten wäre, wenn du halt im Leistungsdrehzahlbereich halt losfährst. Ne? Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu machen zu diesem Thema Variomatik. Da müssen wir aber irgendwie mal was vorbereiten, dass man das Ganze irgendwie mal zeigen kann in der Praxis. Ne? Aber das geht jetzt natürlich schlecht mit 40 PS Roller. Ja. Da muss man mal irgendwie einen Versuchsaufbau machen. Wenn wir vielleicht mal wieder ein 24-Stunden-Rollerrennen fahren. Nee, aber da müssen wir wirklich mal so, dass man das vielleicht so in langsam mal zeigen kann, wie das Ganze arbeitet und so weiter. Ne? Okay, cool. Das heißt, als allererstes hast du Variomatik angepasst auf die Drehzahl, wie es so ungefähr hinkommen sollte? Also erstmal ganz vorab habe ich erstmal den Vergaser erstmal ein bisschen fetter gemacht. Ich wusste auf jeden Fall, wir haben eine höhere Resonanzdrehzahl und wollte das erstmal ein bisschen safe haben. Das heißt, erstmal ein paar Düsennummern größer, dass es erstmal safe ist. Und dann direkt erstmal um Variomatik gekümmert, weil der Auspuffunterschied war riesig. Riesig, ne? Ja. Okay, also du sagst auch, kann was auf jeden Fall, die Tüte. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt werden sich viele denken, ist ja cool, dass das Ding jetzt oben raus so viel Leistung hat. Ist es schlimm, dass er da drunter weniger Leistung hat? Nein, gar nicht. Weil fährt man eh nicht drin. Genau, fährst du eh nicht, du reißt einen Hahn auf und bist im optimalsten Fall, wenn diese Variomatik halt sauber abgestimmt ist, immer auf Leistungsdrehzahl. Das heißt, Hahn auf, bumm, und dann hat das Ding auch Dampf. Okay. Wie viel sehen wir gleich. Letzte Messung waren ja 38 PS hier. Bevor das wieder losgeht, wie genau dieser Prüfstand ist oder nicht, ist uns egal, weil wir messen halt immer auf diesem Prüfstand. Deswegen haben wir das auch nicht bei Tobi gemacht, obwohl er auch im Prüfstand da ist. Aber um halt einen schönen Vergleich zu haben, nehmen wir halt wieder euren Prüfstand. Genau, ich kann dir, um kurz einzugreifen, ich habe gestern mit 34 PS mit altem Setup ungefähr angefangen. Das heißt theoretisch weniger. Weil wir halt nicht auf passender Leistungsdrehzahl waren. Den Rest sehen wir gleich. Genau. Dieses letzte Setup, was du gebaut hattest mit dem Mikuni-Vergaser und der großen Membran und so, ist auch alles auch vollkommen ausreichend dafür, ne? Tipptopp, das funktioniert super. Reicht. Okay. 38er Mikuni ist das. Das funktioniert. Mit dieser RDE-350 Membran, ne? Und dem Spacer und so. Wie weit bist du jetzt, was das Abstimmen angeht? Ist das schon soweit fast fertig? Feinschliff? Ja, doch, wir können eigentlich... Einmal gib ihm. Ja, können Hahn aufreißen. Hahn aufreißen, Kerze angucken. Genau. Das passt. Ja, machen wir nochmal. Alles klar. Thank you.
Zack. Das haben wir 38, glaube ja. ich, letztes Mal, ne? Ratter, ratter, ratter. 40, 29. 40, 29. Also auf jeden Fall schon mal ein guter Schub nach oben. Das Ding lief jetzt noch relativ rotzig fett, ne? Vielleicht jetzt noch mal einen Ticken runter bedüsen. Mhm. Und dann können wir noch mal schauen. Ich glaube, da kommt noch mal sogar ein bisschen was. Mhm. Aber auf jeden Fall schon mal ein guter Sprung nach oben. Und man sieht, Leistungsdrehzahl ist halt deutlich angestiegen. Ja, ja. Ne? Genau, wir also sind jetzt genau bei 10.000. Knapp 10,7. 10,7, ja. Genau. Und da sieht oder da merkst du dann auch richtig, also einen Unterschied, ob du jetzt 10,1, 10,2 drehst, das sind dann auf einmal so 6, 7 PS oder vielleicht sogar 8 PS Unterschied. Mhm. Das ist dann, wo das Ding halt richtig Schub macht. Ne? Okay, das heißt, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, einmal einen Ticken runterbedüsen. Also du hast jetzt vom Gehör und vom Gefühl her gemerkt, dass er wirklich noch so fett ist. Ja, also ich würde sagen, ist noch eher ein Ticken zu fett. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht nochmal so, ja, vielleicht kommen da irgendwie nochmal so 50 Umdrehungen mehr. Mhm. Ich habe ihn gestern dann nochmal ein bisschen fetter gemacht. Ich meine, dass er gestern schon einen Ticken höher gedreht hat und dann müsste eigentlich noch ein bisschen mehr Leistung stehen. Okay, also einmal, was für eine Düse ist jetzt drin? 385 oder 390. Mhm. Also schon. Wir tauschen jetzt richtig die Hauptdüse. Genau. Okay, ja, dann machen wir. Alles klar. Also erstmal immer wieder dieser Zweitakt, das Geräusch und der Geruch geil, dazu ist halt wirklich immer wieder, man kennt es irgendwie heutzutage so rein gar nicht mehr, ne? Weil früher gab es ja immerhin nochmal so diese 50er-Roller, die dann so mit 27 die Ortschaft lang gefahren sind, ja. So ungefähr, selbst die Dinger sind ja mittlerweile weg, ne? Einfach, ich find's cool. Ja. Einfach muss man einfach stehen haben, so ein Ding einmal die Woche anreißen und nur so ein bisschen. Ich find's auch geil. Knallen. Aber zum Stehen ist doch so schade, oder nicht? Ja, aber nur fürs Geruch. Nur für den Geruch, ja. So, okay. Wir sind tatsächlich bei 42,99 PS. Wahnsinn. Also echt krass. So, das heißt, wir reden theoretisch von einer Leistungssteigerung von über 4 PS. Mhm. Was man jetzt natürlich wieder schwer alles beurteilen kann. Fakt ist, es hat auf jeden Fall richtig Leistung gebracht. Mhm. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze jetzt fährt. Wir lassen den Roller aber erstmal nochmal hier, weil Benni in Ruhe selber nochmal so ein bisschen fahren will, gucken will, wie das so mit Kupplung einschleift, mit Vario und so weiter. Und ja, ich denke mal, so langsam kommen wir auch so an die Grenzen von dem Setup. Ne? Ich glaube schon. Also die Rollerszene misst das jetzt dann ja noch am Rad. Das heißt, wir messen jetzt hier gerade eigentlich eine hochgerechnete Motorleistung. Wie viel das jetzt genau am Rad ist, ich kann es dir nicht genau sagen. Das können wir ja mal am Ende, wenn wir wirklich mit dem Ding durch sind, soweit, dann nochmal separat messen. Aber für uns war es ja eigentlich immer interessant, was Vergleich, der Vergleich, ne? Mit was fangen wir an? Und das kommt man jetzt hier perfekt sehen. Weil, auf jeden Fall eine echte Alternative, der Auspuff zu dem SMS und so, ne? Definitiv. Also der Auspuff funktioniert echt gut. Der braucht halt Drehzahl, aber dann geht halt auch richtig was. Jetzt wäre halt interessant, wäre jetzt halt noch die Frage, was passieren würde, wenn wir 10,7, 10,8 und so weiter machen, ne? Ja, das kann ich jetzt die nächsten Tage halt nochmal ein bisschen testen, ne? Aber Tobi meinte eigentlich 10,5 errechnet, Maxleistung so. Ja, und ich bin jetzt bei 10,6 und ein bisschen. Also da kam ja auch noch was. Ja. Also nach 10,5 kam noch ein bisschen was. Ja, das eben gerade waren jetzt ja auch nochmal wieder, ich glaube, 80 Umdrehungen mehr oder so gegenüber dem ersten Lauf und zack, waren es halt auch wieder über 2 PS mehr. Ne? Ja. Ich würde sagen, an der Stelle lassen wir es erstmal gut sein und jetzt brauchen wir irgendeinen Verwendungszweck für diesen Roller. Ist natürlich jetzt schlecht für die Viertelmeile, halbe Meile oder ähnliches geeignet, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr den Roller gerne mal sehen wollt. Vielleicht gibt es irgendwelche coolen Roller-Dino-Days, die wir noch nicht kennen.
Dann sind wir natürlich lieb gerne bereit, mit zum Roller mal auf den Dino Day zu kommen. Vielleicht eine Runde Harzring, vielleicht eine Runde Lassisee bei JP, wäre natürlich ultra witzig. Mit dem kleinen Ding. Nee, wir brauchen auf jeden Fall jetzt als nächstes mal ein Fahrvideo von dem Roller, wie das Ding so fährt, ein paar Zeiten dazu und so weiter. Danke fürs Abstimmen. Gerne. Spaß gemacht. Und jetzt wird ein bisschen geknetert.